und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei nico.outdoor.adventure. Und ich bin wieder unterwegs für euch, für mich, ja, im schönen Marburg in Hessen. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann kommt einfach mit. Ich mache eine Sightseeing-Tour durch Marburg und guck mal, was ich dort Schönes entdecken kann. Also, kommt mit! Ja, hinter mir das Marburger Schloss. Ja, da gehe ich jetzt doch gerade mal außen rum und erkunde alles. Thank you.
Ja, Blick über Marburg. Richtig herrlich. Schönes Panorama. Vom Schloss habt ihr jetzt genug gesehen. Ich gehe jetzt weiter, mal gucken, wo ich jetzt noch überall hinkomme.
geht's lecker essen. Das habe ich mir jetzt irgendwie verdient. Ja, bin schon wieder langsam auf dem Rückweg zum Camper. Ja, habe jetzt eine schöne Stadtbesichtigung gemacht. Zurück am Wohnmobilstellplatz in Marburg. Ja, hatte ich jetzt doch noch einen schönen Tag. Ich kam ja relativ spät hier an. Also ich glaube, es war schon 17 Uhr, als ich hier eingecheckt habe. Habe jetzt aber noch ganz schön was Tolles erlebt. Ich gehe jetzt ins Bett und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Guten Morgen und herzlich willkommen bei nico.outdoor.adventure. Ja, und ich bin schon wieder unterwegs, noch in Marburg. Und wie ihr seht hier am Hintergrund, die Lahn, der Fluss, der hier durch Marburg fließt. Ja, und einfach richtig herrlich hier die Gegend, aber schon wieder viel zu warm. Ihr seht, ich muss schon richtig schwitzen und es ist gerade mal 11 Uhr. In der Früh oder am Morgen, ja, Vormittag. Also ich gehe jetzt noch mal ein bisschen Marburg erkunden und dann melde ich mich später zurück. Bis dann!
mal einen schönen Blick über Marburg. Und wieder mega tolles Wetter. Tja, wenn Engel reißen. Und heute nochmal bei Tag über die Brücke, die ich gestern Abend schon genommen habe. Puh, sag's euch, ganz schön warm. Ich bin jetzt zurück am Auto und ja, jetzt muss ich erstmal was Kaltes trinken. Und dann packe ich hier zusammen und dann fahre ich nach Hause, guck mal, wo ich noch vorbeikomme und noch schöne Motive einfange. Also bis dann, ciao! Etwas außerhalb von Marburg befinde ich mich jetzt im Gelände und bin jetzt hier im Kaiser-Wilhelm-Turm, den sogenannten Spiegels-Lust-Turm. Hier im Hintergrund sieht man ihn schon etwas. Ja, und da bin ich jetzt selber mal gespannt, ob man da überhaupt hoch kann. Die Aussicht muss dann bestimmt gut sein, denn von meinem Camperstop habe ich ihn gesehen.
Ja, schaut so aus, als könnte man hoch. Also, dann hier hinter mir ist die Treppe. Dann geht's jetzt mal hoch. Ja, hier schon ein toller Blick nach Marburg runter. Aber ich denke, wenn ich oben bin, habe ich noch einen viel besseren Blick. Ja, wenn verschlossen, dann Eingang im Turmcafé benutzen. Und es ist verschlossen, aber den Euro, den gönne ich mir. Ja, man muss hier tatsächlich durchs Café gehen. Dass man hier hochgehen kann zum Turm. Ja. Ja, ich denke, der Euro, der ist es mir wert. Hier ist sonst normalerweise auch, aber heute eben durchs Café gehen. Okay, wer schon schlapp macht, hat hier die Gelegenheit, sich hinzusetzen. Ja, ich brauche das noch nicht. Ich kann weitergehen. Gleich oben. Oh. Wow, ganz schön warm. Wow, aber eine richtig tolle Aussicht auf Marburg. Ja, ich zeige es euch gleich selber. Bin ich doch ein bisschen K.O. So, dann einmal den Rundumblick auf Marburg. Ja, und irgendwo hier unten bin ich gestanden. Aber man erkennt es doch nicht. Schade. Ja, hier geradeaus sieht man das Schloss, wo ich gestern war. War auch richtig toll. Hier die Kirche, da müsste ich auch gewesen sein. Und hier hinten ist auch nochmal eine Kirche. Da könnte ich auch vorbeigekommen sein. Ja. Hier oben ist ganz schön warm, aber die Aussicht richtig toll. Lässt sich hier richtig gut genießen und aushalten. Aber ja, warm ist's. Ja, dann habe ich von hier oben eigentlich genug gesehen. Wenn ich hier drinnen etwas stehe, ist es angenehmer, denn hier kommt richtig ein kühler Wind hoch und durch. Ja, hier lässt sich dann richtig aushalten noch. Aber ja, ich gehe jetzt runter
zurück zum Auto und dann trete ich die Heimreise an. Und ja, wie immer, wenn ich was Tolles noch entdecke, dann halte ich an und film's und fotografier's. Und dann habt auch ihr was davon. Also, bis dann mal. Ganz schön warm.